Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist es wieder soweit. Heute ist Samstag, das heißt, ihr kriegt die komplette Zusammenfassung aus der vergangenen Woche noch einmal ohne mein Zwischengelaber. Heute ist Samstag, also ist heute Kakerlakenparty-Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Kannst du mich hören? Ganz schlecht immer noch. Nee, da ist nichts besser. Da ist einfach nur laute Musik im Hintergrund. Das tut mir leid, ich habe hier viel Kollegen, deswegen ist ein bisschen laut ab. Ja, aber die Musik stört. Aber denke ich mal nicht mehr, oder? Doch. Weil ich was geändert. Ja, das ist ja egal. Die Musik ist immer noch lauter als die Stimme. Die Musik ist lauter als? Ja, als die Stimme. Als die Stimme. Okay, Sie haben mich auf Lautsprecher gesetzt, oder? Ja. Okay, ich kann es hören, also Sie können auch mich verstehen. Ich kann es weiter buchstabieren. Ja, und aber nur ganz schlecht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Okay, wann hast du heute noch Zeit? Ja, eigentlich gar nicht mehr. Schade. Hallo? Hallo, schönen Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Ablazen. Ja. Perfekt, schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Justin Garnett. Ich habe Sie angerufen beim Bitcoin-System. Und ich habe Sie haben eine Meldung bei unserer Kompanie gemacht. Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Hören Sie? Ja, ja. Also, haben Sie Erfahrung mit Investitionen in Börse? Nö. Haben Sie nicht. Wissen Sie, wie kann man Geld da drauf gewinnen? Wie meinen Sie das? Da kann man investieren und Geld gewinnen, also beim Bitcoin, Aktien, Kryptowährungen, Forex. Mhm. Mit einer kleinen Investition können Sie da arbeiten und Geld gewinnen. In der Diskothek. Wie bitte? In einer Diskothek oder was? Nein, nein, keine Diskothek. Ja, aber nach der Geräuschkulisse bei Ihnen zu urteilen, scheint ja eine Diskothek zu sein. Also, das ist Investitionen in den Börse. Investitionen in den Börse, Sie können einen Account erstellen, online aktiv machen. Und mit dieser Solarbanking kann man auch in Investing arbeiten. Also, in Bitcoins können Sie investieren und kaufen und verkaufen und können Sie Geld gewinnen. Hallo, guten Tag. Mhm. Ich spreche gerade mit Herrn Knusprig. Knusprig. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr. Martha Rammel spricht hier. Wie geht es Ihnen? Mhm. Sind Sie gut? Was? Freut mich. Tut mir leid, das für die Störung, Herr, aber der Grund, dass ich Ihnen angerufen habe, ist, dass ich möchte gerne mit Ihnen ein paar Informationen über meine Firma mitzuteilen. Aha. Sie haben schon ein Interesse gezeigt, damit Sie können mehr Informationen um Trading wissen. Aha. Erinnern Sie sich? Ja. Hallo? Ja. Erinnern Sie sich daran? Nee. Okay. Und wenn ich Ihnen fragen darf, haben Sie schon Erfahrung früher gehabt? Nee. Okay, aber was hat Ihnen gefehlt? Sie haben diese Anmeldung gemacht. Mir hat nichts gefehlt. Aber warum haben Sie das mit mir gemacht dann, wenn Sie dich gefällt haben? Was? Hallo? Hallo? Ja? Guten Tag, ich heiße Jörg. Und ich hoffe, Sie haben automatisiert Bitcoin-System. Wie geht es dir heute? Die Verbindung ist ganz schlecht. Sie haben ein Handelskonto eröffnet bei unserem automatisierten Bitcoin-System. Ja? Ich verstehe kaum was. Schönen Tag noch. Hallo, wunderschönen guten Tag. Spreche mit Herrn Steiner. Mhm. Wunderbar, da ist Emma Berg aus Greenline. Ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Aha. Sie haben sich registriert. Meinen Sie sich? Nö. Okay, Ihre Daten sind vollständig registriert für Handel mit verschiedenen Finanzprodukten. Wollen Sie das benutzen? Was habe ich davon? Ja, Sie haben doch registriert. Sie haben doch Interesse gezeigt. Wann denn? Entschuldigung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehe nicht alle Ihre Info. Ich habe keine Erlaubnis.
Also Sie haben sich registriert, Sie haben Interesse gezeigt. Wollen Sie benutzen diese Handelsaccount? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Es ist eine Handelsplattform, wo Sie können handeln mit verschiedenen Finanzprodukten. Aha, was macht man da? Handeln. Online-Trading. Aha. Da kenne ich mich nicht mit aus. Okay, wofür haben Sie sich dann registriert? Ja, weiß ich ja nicht. Okay, dann gucken Sie das nochmal an. Ich würde Sie nochmal später anrufen. Vielen Dank. Wo soll ich denn gucken? Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ich heiße Jack. Und ich hoffe, Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht's mir heute? Ich verstehe kein Wort. Bitcoin System. Hallo. Ja. Bitte mal den braunischen Apparat für Kryptohandel. Haben Sie noch? Zu leise. Hallo? Ja? Ja, jetzt. Sprech mit Herr Knusprig. Hallo, Herr Schon? Das ist mein Vorname. Hallo? Ja. Herr Schon, hören Sie mich? Herr Steinfeger heißt das. Sprechen Sie Deutsch, Herr Schon? Ja, ich schon. Was möchten Sie denn? Herr Schon. Ich melde mich bei Ihnen, Herr Schon, in diesem Moment, weil Sie haben ja registriert, um mehr Informationen über Handel zu bekommen. Können Sie 2 Minuten sprechen, Herr Schon? Das heißt nicht Herr Schorn, das ist mein Vorname. Mit wem spreche ich in diesem Fall? Ja, Herr Steinfeger, das steht doch da sicherlich bei Ihnen. Da steht ja nicht nur mein Vorname. Wie heißen Sie in diesem Fall? Ja, so wie immer, nicht wie in diesem Fall. Ich heiße immer gleich. Also ich sehe das in diesem Moment, okay, auf meinem PC, ich sehe schon. Nee. Das deshalb. Nee. Also mit wem spreche ich in diesem Moment? Ja, wenn Sie nicht wissen, mit wem Sie sprechen möchten, dann hat sich ja erledigt. Okay, okay. Schönen Tag noch. Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von DNCA Investmentfirma. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading? Hä? Sie rufen mich an und... komisch. Was ist komisch? Ihr Anruf. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Steinfeger. Hier spricht Hanna Weber von Qualitätsabteilung von DNCA-Firma. Herr Steinfeger, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung in Online-Trading oder nicht? Nee. Aha. Also, Sie haben in unserer Firma Registrierung gemacht, deshalb ich rufe Sie an, um zu wissen, ob Sie zusammenarbeiten möchten und, also Sie haben ein Handelskonto bei uns für Ihre Registrierung. Also es geht um Handeln und ich möchte wissen, ob Sie weitermachen möchten, zusammenarbeiten möchten oder nicht? Nee. Okay, Herr Steinfeger. Hallo? Ja. Ja, okay, kein Problem, Herr Steinfeger. Trotzdem, Sie haben ein Konto bei uns, wo wir haben Bonusgeld gestellt. Und ja, wenn Sie möchten weitermachen, Sie können auch wieder Bonusgeld bekommen und benutzen. Ja, nee. Okay, was machen wir? Nix. Okay. Tschüss. Ja, hallo. Denise Müller spricht am Apparat. Melde mich im Namen des Vermittlers Alpha Pro Partners. Herr Steiner? Herr Steiner? Ja, was denn? Super. Ich melde mich bei Ihnen telefonisch aufgrund Informationen über uns und unsere Beratung. Herr Steiner, wir vermitteln für Sie autorisierte internationalen Börse. Sind Sie daran interessiert? Oder? Nö. Okay, schlafen Sie weiter, dann wiederhören. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Steinfeger? Wie bitte? Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Ja, aber Sie müssen das Mikrofon vom Mund ein Stück wegmachen. Okay. Ah, okay. Jetzt ist es besser? Naja, geht so. Okay. Also, am Apparat ist Michaela Koch und ich melde mich von Bitcoin, von Kryptowährungen. Mhm. Ja, alles, Sie haben schon gesehen, Sie haben eine Registration hier bei uns gemacht. Ist das richtig? Kann sein, ja. Okay, super. Dann sagen Sie mir, haben Sie alle diese notwendigen Informationen gelesen oder brauchen Sie von mehr? Hallo? Was? Haben Sie alle diese notwendigen Informationen von uns gelesen oder brauchen Sie von mehr? Hab alles gelesen. Alles gelesen, okay. Wie sind vor die, das Minimalpreis, das Sie von der Stadt bezahlen können? Aha. Und?
Was ist der Minimal? Was ist der Minimal? Was? Was ist der Minimalpreis? Na, 250 Euro. Ja, ganz genau. Okay, und jetzt haben Sie Interesse, wollen Sie Ihren Handelskonto aktiviert, oder? Wie bitte? Haben Sie Interesse, wollen Sie Ihren Handelskonto aktiviert? Nee, warum nicht? Und warum haben Sie alle diese Daten angegeben hier? Aha. Mhm. Also Sie machen einen Unterschein, da wollen Sie nicht mehr fortfahren, oder? Nee. Warum nicht? Was passiert? Ja, fand was ändert Ihre Meinung? Fand ich nicht seriös. Wir sind nicht seriös. Ja, fand ich nicht seriös. Aha, okay, alles klar. Vielen Dank für die Zeit. Schönen Tag noch. Alles Sie wollen. Ja. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, ich bin Sebastian. Sie heißen Sebastian. Also, Emilia Hart ist mein Name. Ich rufe Sie vom Bitten Prime bei Benefit. Und wen wollen Sie sprechen? Wie bitte? Wen wollen Sie sprechen? Sebastian. Einen Herrn Sebastian haben wir hier nicht. Wie bitte? Einen Herrn Sebastian haben wir hier nicht. Okay, tschüss. Hallo, guten Tag, Herr Teller. Was denn? Hallo, können Sie mich hören? Ja. Schön, Sie haben Apparat, aber nicht Teller, Naumkowski, mein Name. Und ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Eine Lageberatungsfirma? Ja, Marke, sind Sie bekannt? Wie ist denn die Lage? Wissen Sie, was Finanzmarke ist? Ja, was ist denn, von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Trading Academy Hauptfirma. Aha, und wie ist da die Lage? Ich dachte, Sie machen Lageberichte. Hallo. Mäuschen. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spricht wieder Herr Schell. Ja. Ich grüße Sie. Ich bin Thomas, Thomas Anderson. Ich rufe Sie jetzt gerade von der Investing Academy. Von der Firma Velocity Trader. Wir sind eine Online-Trading-Plattform. Beschäftigen Sie sich mit Online-Handel? Nee. Wie bitte? Nee. Beschäftigen Sie nicht, ja? Ja. Achso, haben Sie keine Erfahrung mit Online-Handel, ja? Nee. Wieso? Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber Interesse gezeigt haben Sie auch? Ja? Wenn Sie fragen, wo sind Sie interessiert? In welche Finanzmarkt? Gar keinen. Wie bitte? Gar keinen. In Kraken? Gar keinen. Mal so Spaß? Nee. Ja? Nee. Schönen Tag so. Aha. Okay. Ja. Ja, hallo, schönen Tag, Thomas Anderson am Telefon. Spricht der Gustav? Das ist mein Vorname. Gustav Brentote, ja? Brentote ist mein Nachname, richtig. Ja, genau. Ich grüße Sie. Ich rufe Sie jetzt gerade von Investing Academy, von Bitcoin System. Wir sind eine informative Seite, informative Büro, wo wir informieren und sprechen über Online-Market, über Möglichkeit, was haben Sie mit Trading, was, verstehen Sie mich, was ich meine? Ja. Wenn ich fragen darf, Herr Gustav, beschäftigen Sie sich mit Online-Handel? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Trading? Ja, habe ich mir schon mal angeguckt, ja. Und für was haben Sie Interesse? Wie meinen Sie die Frage? Wo sind Sie interessiert? Ja? Wo sind Sie interessieren, bitte? Ja, wie meinen Sie die Frage? Hallo? Ja. Guten Tag, ich bin Markus Kaik, ich spreche gerade mit dem Herr Waldmann. Ja. Also, ich habe Ihnen angerufen wegen Ihrer Anmeldung, was Sie gemacht haben bei Amazon.
Und ich bin hier, Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Bei Amazon ist mein Konto bereits aktiv. Wann haben Sie aktiviert? Ich habe vorhin erst was gekauft. Neue Schlüpper habe ich bestellt. Wie bitte? Ich sagte, ich habe vorhin erst was gekauft. Wann? Ja, vorhin habe ich erst neue Schlüpper bestellt. Also hier steht, Sie haben auch eine Anmeldung gemacht dann über Investitionen online bei Amazon, deswegen. Ja, habe ich ja gesagt. Ich habe ja vorhin schon investiert bei Amazon. Habe ich ja schon was gekauft, was Neues. Aber hier steht leer, deswegen. Ja, dann ist kaputt da bei euch. Okay, darf ich Ihnen fragen, benutzen Sie Computer, damit wir das Konto schauen zusammen? Nee, ich lasse Sie doch nicht auf mein Amazon-Konto gucken. Warum nicht? Ja, das geht Sie doch nichts an. Also, sowieso ist es unsere Seite, Herr Woldesmaul. Nee, deswegen. Amazon gehört Ihnen nicht. Wie gehört uns nicht? Wir gehört Ihnen nicht. Also, ich möchte Ihnen, wie ich habe Ihnen gesagt, informieren über Ihrem Konto. Ja, da habe ich alle Informationen hier. Ich sehe die hier auf einen Blick. Was sehen Sie gerade? Hier mein Konto von Amazon. Ja, was sehen Sie gerade? Ja, das geht Sie doch nichts an. Ich muss Ihnen doch nicht meine Kontoinformationen von Amazon preisgeben. Also, wie ich habe Ihnen gesagt, es geht über Ihrem Konto und wir müssen das zusammenschauen. Nee. Also, Sie können auch Ihrem Kapital verlieren, Herr, deswegen. Nee, kann ich nicht. Deswegen sage ich Ihnen. Ja, aber kann ich nicht verlieren. Okay, es ist Ihre Entscheidung am Ende. Ja, genau, so okay. Sieht das aus. Ciao. Ja, bitte? Transit am Apparat. Wer ist da dran? Transit. Was? Doch hier, Köffner, Konto eröffnen. Herr Lerbusch. Ich kann Sie ganz schwer verstehen. Du Konto hier öffnen, Transit am Apparat. Hallo? Hallo? Ja, bitte. Hallo? Hm. Hallo? Ja. Einen schönen guten Abend. Spreche ich mit der Rübe? Ja. Das freut mich. Ich bin Mia Galli und ich rufe Ihnen von der Investing Academy. Wenn darf ich fragen, haben Sie eine Erfahrung gehabt mit Online-Trading? Nee. Und haben Sie bestimmt ein bisschen gehört, was ist Ihr Trading? Nee. Das ist kein Problem, weil für diese, ich habe Ihnen jetzt angerufen, ein paar Informationen mit Ihnen zu teilen. Dann darf ich fragen, woher finden Sie momentan? Sind Sie zu Hause oder bei der Arbeit? Nee. Nee, den ganzen Tag. Kann Sie reden oder nicht? Ja. Sind Sie eine Penner? Das meinen Sie auch? Ja, nee, ups. Was? Fick dich, Mann. Gute Tage. Ja, bitte. Ich grüße Sie. Ja, und dann? Kommt da noch was oder war's das denn schon? Mhm, okay. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Ich spreche mit Herr Arschloch. Ja. Okay. Also wir haben eine Registrierung und unsere Telefonnummer und der Name steht einmal Arschloch. Ludolf. Ja. Stimmt das? Ja. Okay, also es ist ein bisschen komisch, warum zum Beispiel Arschloch. Wieso? Heißen Sie so oder wie ist? Ja. Okay, also Herr Arschloch, und zwar es geht um Ihre auf. Also Sie haben sich für eine Werbung registriert, bei einem Random. Hm. Wissen Sie noch oder haben Sie es vergessen? Habe ich vergessen. Sie haben vergessen, okay. Haben Sie auf dem PC, welche PC haben Sie denn? Handy, welche haben Sie? Was ich für einen Computer habe? Ja. Ein Intel NUC. Okay. Warum höre ich mich doppelt? Ich höre mich doppelt. Weiß ich nicht. Nehmen Sie vielleicht das Gespräch auf? Ja, natürlich. Das ist gut. Ja. Immer Sicherheit, ja? Mhm, genau. Das ist perfekt. Also wir haben sehr manchmal Kunden, die so einmal haben, ja? Ja. Aber ich finde ganz gut, Sie sind ein seltsamer Kunde, der das hat. Das finden wir toll, dass Sie das haben, dass Sie das alles aufnehmen. Ja. Toll. Ja. Machen Sie weiter so, ja?
administrativ Fahrstuhler betrügt zu werden. Das ist gut, weil momentan gibt es sehr viele Betrüger und Fahrstuhler, ne? Mhm, genau. Ja, ja. Ja, wenn das so ist, dann warum haben Sie sich nicht bei uns registriert, Herr Ludolf? Gute Frage. Gute Frage, du Arschloch, du Fixer. Du bist ein YouTuber, du Arschloch, fick dich, Alter, du Hurensohn. Ja? Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Herr Steinsager. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von TSE Investmentsfirma. Oh, toll! Ja, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Oh, Schätzelein, ich habe so viel Erfahrung. Oh, wirklich? Und welche Erfahrung haben Sie? Oh, nur schmutzige, das darf ich nicht am Telefon erzählen. Ah, okay. Wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich ja. bin Herr Rüdiger Röhme. Ja. Grüßen Sie, Herr Röhme. Mein Name ist Herr Weber von der Firma Bitmo24. Ich melde mich kurz bei Ihnen, weil Sie das haben registriert gestern auf unserer Handelsplattform, ja? Nee, gestern war ich im Buff, da war ich auch nicht der Hülse. Da hätte ich nur Elke geknallt. Bitte? Ich sag, gestern war ich im Freudenhaus, da hab ich eine Alte geknallt, da war ich auch nicht am Computer. Okay, das heißt, dass Sie nicht notieren, registrieren haben, oder wie? Richtig, das heißt, die Aussage stimmt nicht. Okay, und E-Mail, homebirme@gmail.com, ist das doch Ihre E-Mail, oder? Nee, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Okay, schönen Tag. Das wünsche ich. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Walter? Ja, aber ich kann Sie kaum hören. Hören Sie mich besser jetzt? Die Musik ist unfassbar laut. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, hör auf, Frank. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich verstehe nichts. Hallo? Ja, die Verbindung ist scheiße. So, mein Name ist Anna Flores und ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen. Ja, es geht um Online-Handel, Online-Trading. Ja, so. Es geht um die Kosten. Kann ich etwas zu erklären, bitte, wie funktioniert mit unserem Unternehmen? Für ein Zimmer. Wie bitte? Ja. Okay, können Sie mir einmal hören, oder? Ja. Weil Sie arbeiten jetzt. Nochmal? Hallo? Ja, nur hallo? Erzähl da deine Scheiße. Wie oft denn jetzt noch? Es ist nicht meine Scheiße, bitte. Guten Tag, Herr Steiner, richtig? Ja. Schön, Sie mal bereit zu haben, Herr Steiner. Mein Name ist Meier. Mhm. Und zwar, ich melde mich also von der Online-Trading-Plattform, da wo Sie mit der E-Mail gerold.steiner@mdccfun.de in Account angemeldet haben. Ist das richtig, Herr Steiner? Ja, weiß ich nicht. Das betrifft etwa 10.000 Plattformen, wo ich da angemeldet bin. Etwa 10.000 Plattformen? Ja. Also Sie haben fast in 10.000 Plattformen mitgemacht, aber wie war die Erfahrung bis jetzt bei denen 10.000? Überall das Gleiche, alles Betrüger. Alles Betrüger, das bedeutet, Sie haben immer nur schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Leuten gemacht bis jetzt her, oder? Genau. Also noch keine vernünftige Plattform haben Sie bis jetzt erreicht, lieber Herr Steiner. Ja. Aber was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt eventuell auf eine vernünftige Plattform gefunden haben, die auf jeden Fall einen ganz guten Service für Sie bieten würde, da wo Sie das erstmal testen werden, um zu schauen, wie seriösität die Sache bei uns abläuft, um zu schauen, ob Sie eventuell bei uns was machen können, um zu testen. Ich würde mal so general sagen, Sie können uns vergleichen, also ich weiß, dass Sie jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht haben, nun immer nur schlechte Erfahrungen, nicht mal eine vernünftige war bis jetzt. Das kann ich ja ganz gut verstehen. Aber war das jetzt ein großer Betrag, wo Sie sich mit Leuten unterhalten haben, verloren, oder war das jetzt mit kleinen Beträgen gewesen, lieber Herr Steiner? Mit gar keinen Beträgen. Mhm. Wie meinen Sie mit gar keinen? Na, so wie ich sage. Aber Sie haben ja in verschiedenen Plattformen mitgemacht, das ist richtig. Ja. Haben Sie dort mal was investiert? Nee. Und wie können Sie denn wissen, dass es ein Betrug ist? Recherche. Recherche. Okay, und wie meinen Sie zum Beispiel Recherche? Sie haben einfach nur Google geguckt und dann haben Sie geschaut, dass das nicht richtig war und...
und nicht weitergemacht, oder? Unter anderem. Okay. Aber was würden Sie sagen, wenn Sie das bei uns etwas anders erleben werden? Wenn Sie bei uns auf jeden Fall eine ganz gute Seriosität Unternehmen sehen werden, wo Sie auch bei uns was setzen können und wo Sie auch bei uns was auch auszahlen könnten, auf jeden Fall. Ja, wie heißt denn die Plattform? Haben Sie da vorne einen Rechner, PC oder Laptop? Aber natürlich. Aber dann sage ich mal die Namen. iBank.io. Was ist denn los? Gehört ja genauso zu den Betrügern. Also Sie haben gesagt, ja, okay, weiter. Lächerlich. Warum ist das lächerlich? Lächerlich. Betrüger, Abzocker, Krimineller. Wer sagt das denn Ihnen, Herr Gerold? Ich habe das gesagt. Ja, schreiben Sie mal erstmal auf der Seite die Plattform, dann können Sie erstmal checken. Dann können Sie hab ich checken, schon. Bitte. Wie haben Sie das gemacht? Was haben Sie geschrieben? Ja, indem ich etwa 100 Anrufe von Ihrer Plattform schon habe. Aber mit Sicherheit hast du nie unsere Plattform gesehen, das kann ich Ihnen garantieren. Natürlich, die mit dem roten Logo. Nein, das ist nicht mit rotem Logo. Die müssen nicht einfach nur so ganz schnell reagieren. Das ist doch kein roter Logo, wer hat das gesagt? Deswegen muss man richtig gut zuhören und dann eine Antwort geben. Ich dreh durch. Lächerlich. Haben Sie ein Problem? Ja, mit Ihnen. Sie sind ein Betrüger, ein Scheißkrimineller. Schämen Sie sich nicht? Warum? Ja, weil Sie kriminell sind. Wer hat das Ihnen gesagt, dass ich das bin? Ich hab das gesagt. Und wo haben Sie einen Fakten oder sowas in der Art? Ja, Sie rufen zum Beispiel gerade ohne Werbeerlaubnis an. Sie rufen was? Kumpel, dir fehlt das Double Opt-in. Du darfst gar nicht anrufen. Du kannst doch die Nummer sehen, dachte ich. Ja, und du darfst nicht anrufen. Kannst du mal auf Google erstmal bitte schreiben, iBank.io, bitte? Nee. Erstens. .io. Da, wo die ganzen Betrüger herkommen. Ich glaube, Sie haben ein Problem. Also ich glaube, ja, mit Betrügern! Nein, ich glaube, Sie haben so ein Problem, so allgemein. Aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, was wünsche ich dir nicht, du kriminelles Schwein! Ah, das soll bedeuten, Sie haben irgendwo so viel verloren, oder dass Sie so reagieren. Nee. Hm. Ich stelle dich auf YouTube und sorge dafür, dass niemand mehr bei euch investiert. Ich glaube, Sie sind gestört. Tschüss, du Krimineller! Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Bye-bye. Ja? Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Ja, genau. Also, wissen Sie, worum es geht? Ja, um Tradingbetrug. Tradingbetrug? Ja. Und wieso ist es so? Das hört man schon an den Hintergrundgeräuschen. Ja, und was tut das Ihnen? Was? Was gibt das Ihnen denn? Hass und Wut, dass es so Menschen wie dich gibt. Also, ich denke, dass Sie nicht genug seriös sind, dass Sie mit Online handeln können, ja? Ja. Das ist so. Okay. Sie sind nicht genug Erwachsene, dass Sie anfangen Investitionen. Ja, schön. Und hast du dich heute schon gewaschen? Sie sind einfach eine kleine Hurensohn. Ja? Na, okay. Immerhin bin ich dann mehr als du. Ja, dann
fick dich, Alter. Ja, das mache ich jeden Tag. Hören Sie mich? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr. Emma Smith spricht hier. Wie geht es Ihnen? Hallo? Ja, hallo. Ja, hören Sie mich? Nee. Okay, schön, Sie am Apparat zu haben, Herr Steiner. Wie geht es Ihnen? Hallo? Bitte, können Sie mich hören oder nicht? Hallo? Wenn Sie mich hören, bitte antworten Sie mir. Ja. Hallo? Hallo? Hallihallo, Hallöle. Einen guten Abend, Herr Philipp Braun ist am Apparat, Herr Rommel. Anderen haben Sie vor einiger Zeit Interesse gezeigt. Ich kann Sie nicht hören. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt kommt was an. Okay, Philipp Braun ist am Apparat. Ich melde mich bezüglich Ihrer Interesse an Kryptohandel. Aha. Haben Sie noch Interesse? Haben Sie bei Bitmo 24 angemeldet? Keine Ahnung. Das war am 28. März. Aha. Ja, und? Du? Ich wollte nur von mich erkundigen, ob Sie das möchten, oder? Was nicht denn? Dann ich muss ja wissen, was ich möchte, wenn ich was möchten soll. Bitmoon24 Bitcoin-Kryptohandel. Ja, was denn damit? Ja, haben Sie Interesse, ja oder nein? Ich weiß ja nicht, woran. Hallo? Hm? Hallo? Ja. Guten Tag. Hm? Grüße Sie. Also, ich bin Mobikraft. Haben Sie angerufen, dass Sie ausgewählt wurden, um Informationen über die Wirtschaft und Eikos zu erhalten? Aha. Hätten Sie kurz Zeit, bitte? Ja, worum geht's denn genau? Also, wir sind eine innovative Exchange-Plattform und Eikos sind Coins. Jetzt war die Leitung weg. Also, nochmal. Wir sind eine innovative Exchange-Plattform. Und Eikos sind Coins, die noch nicht auf dem Markt sind und sind auch extrem billig. Aha. Sind Sie denn, können Sie jetzt sprechen oder sind Sie beschäftigt? Ich bin ja an der Leitung. Worum geht's denn da genau? Das heißt, wir arbeiten hier mit Projekten von den Eikos. Das heißt, wenn ein Projekt natürlich in der Entwicklungsphase ist, ein App oder ein Metaverse, also um das geht es momentan. Das heißt, natürlich, die Coins werden, weil sie nicht auf dem Markt sind, sie werden extrem billig verkauft und so kann man die natürlich jetzt auch sehr günstig kaufen und sobald sie auf den Markt kommen, ne, können wir die auch viel teurer verkaufen. Also Ihre Leitung ist so schlecht, ich verstehe kaum was. Wieso verstehen Sie mich nicht? Da habe ich doch die Begründung schon vorab geschoben. Weil ich höre Sie ganz klar. Ja, ich sehe nicht so. Das bricht immer ab. Aha. Aber sind Sie vielleicht im Auto? Nö. Weil ich höre irgendwie meine Stimme zweimal. Ach so. Also, haben Sie Interesse? Oder? Ja, ich weiß ja immer noch nicht voran. Die Leitung war so schlecht, dass ich nichts verstanden habe. Also, Sie können alles verstehen, was ich sage, aber nur, wenn ich Ihnen erkläre, das verstehen Sie nicht. Ja, das kam das nicht. Das finde ich komisch. Das kam nicht durch, ja. Ja, aber Sie antworten jederzeit, was ich sage, aber nur an das, was ich ja, jetzt wird die Leitung zum Beispiel gerade wieder schlecht.
aber ich verstehe Sie auch nicht so richtig. Können Sie mir das erklären? Nö. Jetzt ist es wieder ganz schlecht. Wenn Sie einfach so antworten, dann Hallo? Legen Sie einfach auf. Ja, jetzt verstehe ich Sie wieder ganz schlecht. Aber eine Frage, haben Sie Langeweile und Sie antworten mir nur auf Langeweile? Hä? Ihre Leitung ist schlecht, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ja, bei mir kommt das vor, als ob Sie mich veräppeln wollen. Und das lasse ich nicht zu, weil ich tue hier meine Arbeit. Und wozu? Und ich habe hier keine Zeit, um Blödsinn zu sprechen. Wenn Sie kein Interesse haben, dann legen Sie einfach auf, bitte. Ich weiß ja nicht mal woran, ich habe es nicht verstanden. Natürlich haben Sie es verstanden, weil ich schon zweimal erklärt habe. Ja, und wie gesagt, ich habe es zweimal nicht verstanden, weil die Leitung schlecht geworden ist. Ja gut, okay, trotzdem, ich sehe, dass Sie kein Interesse haben. Danke sehr. Was? Jo. Kumpel, das funktioniert nur mit Reden, sonst nehme ich das nicht mehr an. Ich kann auch deine Nummer blockieren, du rufst komischerweise immer mit der gleichen an. Ist selten, aber ja, scheint das Spoofing bei euch nicht so modular eingestellt zu sein. Tag? Joa, guten Tag, Hermann Hitt ist mein Name. Ich bin der Experte von der Investing Academy, ja? Aha. Ich habe ihn gerade angerufen wegen Online-Handeln. Ich möchte mal mit Ihnen ein paar wichtige Informationen mitteilen, ja? Hören Sie mich? Ja, aber ich höre die Informationen nicht. Haben Sie Erfahrung gehabt über Online-Handeln? Das ist doch eine Frage, das ist doch keine Information. Für was haben Sie keine Informationen? Auch Sie haben doch gesagt, Sie geben mir jetzt Informationen, aber bekommt ja keine. Ja, aber vorher möchte ich Ihnen also etwas fragen. Haben Sie Erfahrung gehabt über Online-Handeln oder sind Sie aktiv oder nicht mehr? Ja, aber das haben Sie ja eingangs nicht gesagt. Okay, es geht wegen des Bitcoin. Also Bitcoin ist heute mit 10% hochgestiegen und warten wir mal auf eine große Bewegung. Und ich weiß es auch nicht, ob wenn Sie schon mal, damit Sie bereit zu sein, bei dem Bitcoin können, ja? Aha. Ja? Ja, wo ist denn jetzt die Information? Bis jetzt ist schon noch keine da. Also wollen Sie mich gerade verarschen oder was? Nö, ich habe aber das Gefühl, dass Sie mich verarschen wollen, weil Sie rufen Sie an und sagen, Sie machen mir, Sie geben mir Informationen und dann kommen aber keine Informationen. Ja, gehen Sie auf dem Handy, dann werde ich Ihnen das sofort weiter zeigen, ja? Wo die Informationen momentan sind, ja? Ja, ich dachte, Sie geben mir die. Ja, ich habe schon gesagt, wir gehen in den Bitcoin, ja? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Hallo, mein Name ist Wagner, ich grüße Sie. Aha. Spreche ich mit Lothar Steiner? Ja. Sie haben sich bei uns eingetragen für das Online-Investment mit dem Trading-Robot. Mhm. Erinnern Sie sich? Nee. Okay, mir liegen hier Ihre Daten vor. Ach so. Ist Ihre E-Mail-Adresse aufgang.untergang@tbusiness.com? Nee. Okay. Hier hat sich jemand mit Ihrem Namen aber mit dieser E-Mail-Adresse angemeldet. Das sieht so aus, als würde Ihre Firma dann wohl auf Datenschutz scheißen. Nö, wieso? Wir können ja nichts dafür, mit wem Sie, wer sich bei uns mit welchem Namen und welcher Rufnummer anmeldet. Doch, das müssen Sie prüfen mit einem Double Opt-in. Das können wir nicht prüfen, wenn sich in der Welt überall Leute anmelden auf unsere Anzeige. Doch, da gibt es ja ein Double Opt-in. Wir können es nur überprüfen, wenn wir Sie anrufen und nachfragen. Nee. Doch? Nee. Da sind in Deutschland ganz andere Gesetze. Mit einem Double Opt-in müssen Sie sich davor schützen, Herr Steiner, damit niemand fremde Daten. An, nee, das haben wir doch gerade geklärt. Die E-Mail-Adresse ist ja nicht meine. Irgendjemand gibt es an. Ja, genau. Dafür das kann ich ja nicht. Na, Sie nicht und persönlich, nicht aber Ihre Firma ob muss das. Ihre E-Mail-Adresse ist, wenn Ihr Name und Ihre Telefonnummer stimmen. Nee. Nicht doch. Doch. Ich lasse mich auf so eine blöde Diskussion nicht ein. Auch noch unverschämt und beleidigt mich. Ah, Furzgeräusche nachmachen. Sehr kindisch. Nee, ich hab gerade ins Klo geschissen. Ah, Sie haben ins Klo geschissen. Vielleicht in Ihr Gesicht haben Sie geschissen. Ja. Tschüss. Mit dem Kindergarten, Herr Steiner. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von deiner Mutter. So witzig. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 15? Nein, 375. Minus 9. Oh, dann sind Sie ja nur 8. Okay, dann verstehe ich, was das für ein Kindergarten ist. Ja. Wenn Sie den ganzen lieben Tag keinen anderen Job wusstest haben, du, dass du kriminell bist? Ist das echt? Wusstest witzig? Du, dass du kriminell bist? Sie Ihr Geld so? Du bist eine Professionelle. Oder machen Sie das einfach nur du so? Du bist eine Professionelle. Oh,
das ist aber sehr nett von Ihnen. Ja. Das ist sexistisch oder was? Ja. Alles klar. Schönen ja. Tag noch. Bis mal gleich. Gucken, ob Sie wirklich Lothar Steiner heißt. Bis gleich, du Kriminelle. Oh, bis gleich. Bis gleich. Hallo. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Schaunstein-Feger? Ja. Hallo? Ja. Was denn? Es geht um Bitcoin, Sie haben sich angemeldet, ja? Ja. Ah? Hallo, ich spreche gerade mit Herrn Schaun. Sieht so aus. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Jo. Hallo. Ja, hallo. Hallo? Ja. Hallo. Ja, was ist denn los, Bibi? Hallo. Ja. Hast du gerade einen Pups quer sitzen, oder was? Oh. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja. Schnecke, du bist noch am Telefon. Hallo. Ja. Schneckchen. Sohn einer Freundin, Freudenhausangestellten. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja. Wusstest du, dass du ein Sohn einer Freudenhausangestellten bist? Hallo, hören Sie mich? Ja, natürlich. Hallo? Ja. Hallo, Sohn, wie geht es Ihnen? Schnuckelig. Hallo. Ja. Sind Sie der Herr Schaun? Ja. Ah, wie geht es dir, mein Sohn? Schnuckelig. Alles gut bei dir? Mhm. Wie geht es deiner Mutter? Ja. Geht es Ihnen gut? Ja, hat sich gerade gewaschen. Ah, es freut mich, dass Ihrer Mutter gut geht. Schöne Grüße von mir, ja? Ja. Okay. Und dir, Sohn, wie geht es dir? Ja. Bist du zur Schule gegangen? Nee. Warum denn nicht? Magst du mehr zu Hause bleiben und deine Finger in deinen Arsch stecken? Ja. Ach so. Was wollen wir dafür machen? Man kann gar nichts machen, ja? Ja, so ist das. Das ist immer. Mhm. Mhm? Schnecke. Herr Schaun? Ja. Herr Schaun? Ja. Frau Schaun? Frau Gerald? Sohn einer Freudenhausangestellten. So was bist du? Nee, du. Oh, nein. So was bist du, ja? Ich wüsste das nicht eigentlich. Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht. Ja. Aber mach dir keine Sorgen, ja? Du kannst trotzdem mein Leben haben. Oh, toll. Ja, natürlich. Solange deine Mutter als Hure arbeitet, bekommst du immer noch was zum Essen. Das heißt Freudenhausangestellte. Aber deine Mutter heißt eine Hure. Nee, Freudenhausangestellte. Nicht keine Hure. Freudenhausangestellte. Hör mal zu, wenn du ein Hurensohn bist, Freudenhausangestellte. Wenn deine Mutter eine Hure ist. Freudenhausangestellte. Nee, ich mag lieber Hure zu sagen. Also sie hat auch sowas mehr gemögt, als ich sie Hure genannt habe. Ja, aber mit Deutsch ist nicht so, wahr? Gemögt gibt's nicht das Wort. Kannst du trotzdem? Mhm. She like to be called a bitch. Ja. Wenn du es auf Englisch möchtest. Schnuckelchen. Ja, wie geht's dir, mein Sohn? Mhm. Magst du Schwanz, ja? Mhm. Ja. Herr Schaun, hören Sie mich? Ja. Das ist Elmo. Ja. Ja. Sind Sie sicher? Mhm. Ja. Mhm. Okay, ich wünsche dir noch ein schönes Ficken beim Arsch. Tschüss. Ich dir nicht. Hallo, mein Name ist Wagner. Ich grüße Sie. Ja, und? Spreche ich mit Gerold, Fischstäbchen? Was? Spreche ich mit Gerold, Fischstäbchen? Ja. Sie haben sich bei uns registriert bei der Firma Greenline Pro bezüglich des Online-Investments mit dem Trading-Robot. Ach so. Erinnern Sie sich daran? Nö. Alles klar, schönen Tag noch. Dir nicht. Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Mhm. Na, Sie gucken am Apparat, ich melde mich wegen Ihrer Bitcoin-Handelskonto, weil Sie haben versucht zu aktivieren auf unserer Werbungsseite. Aha. Haben Sie Erfahrung, Herr? Nee. Sind Sie YouTuber? Was? Sind Sie YouTuber? Was macht man da? Was arbeiten Sie? Was? Ich arbeite, also beruflich. Okay. Also, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen helfen, um Ihr Konto zu aktivieren. Okay. Also, schreiben Sie, haben Sie Erfahrung? Nee. Zum Beispiel. Eine Erfahrung.
Also, zum Beispiel, Sie können mit einer Roboter arbeiten oder mit einer Broker. Was wollen Sie? Was ist denn da der Unterschied? Einen schönen Tag, mein Name ist Gökhan Erzeli. Von der Stromteam Hansa Kurfritz. Hätte gerne mit Herrn Klaus Thaler gesprochen. Ja, ist am Apparat. Ich höre sehr recht, Herr Thaler. Herr Thaler, ich melde mich wegen Ihrer Stromkosten an. Oh. Wenn ich... Hallo? News are weg. Bitte? Ja, ich habe Sie nicht mehr gehört. Wenn ich mal fragen darf, was zahlen Sie denn Ihre Stromkosten morgens im Abschlag? Keine Ahnung. Herr Thaler. Ich glaube 180 Euro oder so. 180 Euro bezahlen Sie. Und wenn ich mal fragen darf, wie viele Personen wohnt dann bei Ihnen? Zwei Personen? Mhm. Und für zwei Personen bezahlen Sie 180 Euro? 180 Euro, ja. Und so, okay, das ist aber schon ein bisschen sehr zu viel, Herr Thaler. Ja, schon viel. Ist okay? Ja, weiß ich nicht. Warum wollen Sie da nicht irgendwas weniger zahlen, Herr Thaler? Weil es kommt auch jetzt eine Stromerhöhung. Nee, bei uns nicht. Wir haben ja so einen Tarif, wo das bleibt. Bitte? Wir haben ja so einen Tarif, wo das bleibt. Ja, aber Sie wollen ja ein bisschen mehr Geld bezahlen, Herr Thaler, wenn ich mal sagen darf. Na, und dann haben wir doch jetzt gemacht schon einen Tarif mit 180 Euro im Monat. Und da sparen wir ja schon Geld. Was haben Sie da geändert? Wann haben Sie das gemacht? Na, weiß ich nicht, das ist Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Also, wie lange ist das gültig? Also? Nur 2 Jahre. Vor 2 Jahren, das kann sich doch immer noch ändern. Nee. Herr Thaler. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Tarif für Sie, 113 Euro. Ja, aber Sie wissen doch auch nicht, wie viel Kilowatt ich verbrauche, da können Sie doch nicht einfach sagen 113 Euro. Herr Thaler, wir arbeiten mit allen Stromanbietern und normalerweise für 2000 Kilowattstunden, wir haben Sie auch damals auch Ihren Stromtarif geändert. Nee, haben Sie nicht. Doch, nee. Wir arbeiten mit allen. Nee, soll ich schon mal was sagen, du bist ein Betrüger, den Herr Thaler, den gibt es erst seit 3 Wochen. Herr Thaler. Wie gesagt, da, wir sind ja auch kein Betrüger. Und erstmal, wir machen auch keinen. Doch, ihr seid Betrüger, weil den Herrn Thaler, das ist ein ausgedachter Charakter, genau für diese Scheiße. Herzlich willkommen auf YouTube. Okay. Schönen Tag noch, Herr Thaler. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Oh? Hallo, sind da? Spreche ich mit Jan Schweinsteiger? Ja. Ja. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, hallo? Paula Massi ist am Apparat. Spreche ich gerade mit Herrn Steiner? Mhm. Wie geht's Ihnen? Ganz entzückend. Freut mich. Ich rufe Sie jetzt von EU-Finanzunternehmen. Sie haben Interesse gezeigt über Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Sie haben keine Erfahrung? Mhm. Okay, ich mache eine kurze Erklärung über unser Unternehmen. Was machen wir? Darf ich Ihnen fragen, Herr Steiner, was arbeiten Sie? Was ich beruflich mache, meinen Sie damit? Wie bitte? Was Sie beruflich mache, das meinen Sie damit, oder was? Ja, beruflich. Was sind Sie beruflich? Ja, beruflich bin ich Tellerablecker in der Gaststätte. Ich muss die Teller ablecken, damit die wieder sauber sind. Ah, ich verstehe. Okay, ich mache eine kurze Erklärung über unser Unternehmen. Was machen wir? Mhm. Wir bieten zu unseren Kunden unsere besten Dienstleistungen und näher Möglichkeiten zu greifen, können auf die Märkte sowie die Rohstoffenbarung fallen, Aktien und auch die Kryptowährungen. Mhm. Verstehen Sie mir? Ja, sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Was möchten Sie? Na, nur erzähl. Wie bitte? Was denn? Verstehen Sie mir, was ich Ihnen sage? Ja, schwierig. Schwierig? Herr Schneider, was können wir zusammen machen? Onlinehandel ist eine Möglichkeit für Ihnen, mehr Profite machen. Wer ist denn Herr Schneider? Wie bitte? Ja, wer ist denn Herr Schneider? Herr Steiner. Ja, aber gerade haben Sie Herr Schneider gesagt. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich habe falsch gesagt. Okay, ich möchte Ihnen zu sagen, was können wir zusammen machen, Herr Steiner? Wir können ein Konto öffnen. Das ist ein Kryptokonto, Ihre Konto. Und Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen. Aha. Verstehen Sie mir? Nee. Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen. Haben Sie eine Frage? Nee. Keine Frage? Nee.
Sind Sie interessiert, mehr Profite machen? Nee. Okay. Warum nicht? Ja, weil unseriös klingt. Wie bitte? Klingt unseriös. Okay. Was machen wir? Ihr Vertrauen ist sehr wichtig für uns. Aha. Wir können eine Probezeit machen. Diese Konto, das Sie können bei unserer Plattform öffnen, ist Ihr Konto, Ihr privates Konto. Toll. Sie können mit einem Mindestbetrag anfangen und Sie möchten mehr investieren, Sie können mehr Geld investieren. Hallo? Ja, hallo? Ich höre meine Stimme. Ja, ich höre Ihre Stimme auch. Wie bitte? Ich höre Ihre Stimme auch. Ja, okay, nur einen Moment bitte. Herr Steiner? Ja? Möchten Sie dieses Konto öffnen? Nee. Warum nicht? Habe ich doch gesagt. Wie bitte? Habe ich doch gesagt. Sagen Sie mir einen Grund, warum? Ja, weil das unseriös klingt. Ich verstehe nicht. Nee? Können Sie bitte lauter sprechen? Ja, weil es unseriös klingt. Okay. Haben Sie einen Computer vorbei, Handy? Ich erkläre Ihnen unser Unternehmen, unsere Plattform, was können wir zusammen machen? Aha, ja, brauche ich nicht. Wie bitte? Brauche ich nicht. Was brauchen Sie nicht? Mehr Profite brauchen Sie nicht? Nee. Okay, wie Sie wollen, Herr Stein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo? Ja. Hallo? Ja, was denn? Hallo, ja, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie und ich kann auch mein Echo hören, also hallo? Hören Sie mich auch. Ja, Sie hören mich. Hallo? Ja, ich höre doch, dass Sie mich hören. Spreche ich mit einem Herrn Koch? Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Gerald Hübschrauber Koch Nancy. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Wenn, ich habe Ihre Nummer bekommen auf mein SMS-Nachricht. Aha, warum denn? Weiß nicht. Sie wissen es nicht, warum Sie meine Nummer bekommen haben? Nö. Nee? Nein, nein. Aha, und warum rufen Sie denn an? Also ich habe an meiner SMS-Nachricht die Nummer bekommen. Ja. Da stand, ich soll unter dieser Telefonnummer den Herrn Gerhard Schrauber, den Sie Koch erreichen. Aha. Und? Und jetzt weiß ich nicht, warum ich die SMS bekommen habe. Das weiß ich auch nicht. Haben Sie irgendwie zu tun mit den SMS-Nachricht, Herr? Was? Was? Ja, was denn? Haben Sie irgendwie ein psychisches Problem? Ja? Ich glaube, Sie haben ein psychisches Problem. Das scheint irgendwas im Oberstübchen nicht so ganz zu funktionieren. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, Tochter einer Freudenhausangestellten. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, Herr Hörensohn? Ja, Schnecke? Du Hund? Hallo, Herr Hund? Ja. Wie geht es Ihnen, Herr Hund? Schnuckelig und prima und toll zugleich. Alles mit einmal. Sehr schön. Ja, weiß ich. Ich finde es immer schön. Hurensohn. Nee, Sohn einer Freudenhausangestellten. Nazi. Nee, Nazi nicht. Nazi, oh. Aber vielleicht sind Sie ein Nazi. Ja, bin ich. Ja, das denke ich nämlich auch. Was haben Sie gegen Nazi? Gegen Nazis nix. Sind ja auch nur Menschen. Ja. Nazis kann man streicheln. Und was haben Sie gegen Hunde? Nö, ich hab ja nix gegen Hunde. Und was haben Sie gegen YouTuber? Auch nix. Bastian? Hallo? Original? Hallo?
Das war's schon, meine lieben Freunde, mit der Kakerlaken-Party. Das Hörspiel ist nun schon zu Ende. Das macht aber nichts. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, wo du dich gerne noch austoben kannst bis zum nächsten Hörspiel. Oder du schaust einfach bei den normalen Videos vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.